Bernhard, mach dich raus, ich muss ganz näher an dich! Bernhard! Quatsch! Rembo, schnell, 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 ich hab den Salat gegessen! Schnell, schnell, verzieh! Ja, jetzt geh doch aufs Klo, Mann! Ready, aim, fire! Ach, ist das schön, wa? Und damit ein herzliches Willkommen zurück hier bei den Sims. Wir müssen gerade ein bisschen leiser sein, denn die Hälfte der Sims schläft hier noch gemütlich. Bernhard schläft, Rambo schläft und es ist Mitternacht. Ach so, und ich habe die letzte Folge ein bisschen früher abgebrochen, beziehungsweise die ging eigentlich noch länger, aber ich habe die so geschnitten, dass sie früher aufgehört hat. Und zwar ist in der Zwischenzeit, man sieht es vielleicht schon, 318 Simoleons hat Bernhard heimgebracht. Und hier wurde natürlich alles erstmal verwüstet. Das Klo ist übergelaufen, das habe ich zwischenzeitlich schon mal repariert. Die Dusche ist auch übergelaufen. Da müssen wir nochmal sehen, wie wir das nächste Mal machen. Des Weiteren habe ich festgestellt, dass wenn die hier ihre Joghurtbecher fertig haben, was macht sie jetzt? Oh nee, doch kein Joghurt. Ich gieß lieber erstmal die Blumen. Oder ich gehe zurück ins Bett. Mal schauen, wie es Rambo geht. Nee, ich mach erstmal den Müll. Was macht sie denn? Ja, ja, Müll, Müll, wie bei den Messies. Ja, plünder mal. Plünder mal die Teile. Guck mal, was du da rausbekommst. Warte mal, hier habe ich noch ein Stück von einer Grafikkarte, die kann ich noch einmal im Rechner einbauen. Jolene hat die Geschicklichkeitsfähigkeit erworben. Aufgrund ihrer neuen Geschicklichkeitsfähigkeit kann Jolene jetzt Teile aus Müllhaufen recyceln und kaputte Objekte reparieren. Mit höheren Fähigkeiten-Level werden weitere Upgrade-Gelegenheiten verfügbar. Das ist wunderbar, dann plündern wir doch mal direkt mit den Brüsten in den Müll rein. Nein, du sollst damit nicht spielen, du sollst aufwischen, Mann. Wegwerfen, drück ich mal. Jetzt hör schon auf damit. Alter, die ist voll Elan geladen. Oh, das, was sie gerade über den Kopf hat, das war ein Mülleimer. Und zwar habe ich den hier drüben hingebaut, in der Hoffnung, dass die endlich mal diese Joghurtschüsseln und anderes Gesocks hier ausliefern. Das ging jetzt ganz gut mit dem Müllhaufen. Aber jetzt will ich mal schauen, ob das jetzt geht, weil das ging nämlich das letzte Mal nicht. Jetzt klicke ich mal auf die Schüssel hier und pass auf. Nein, mach's nicht. Nein, nein. Ah, oh, verdammte Axt. Verdammt, scheiße. Wie mache ich das denn? Also, ihr könnt es ja vielleicht mal in die Kommentare schreiben. Das Problem ist, dass ich habe jetzt hier halt zwei Joghurtschüsseln stehen. Wenn ich jetzt hier draufklicke und aufräumen mache, dann, obwohl ich hier einen Mülleimer habe, hier steht der, und wie wir gesehen haben, hat sie den ja gerade benutzt, also weiß sie, wo sie langlaufen muss. Sie benutzt das einfach nicht. Und genauso wie mit der Spüle. Ich habe schon mal versucht, die Spüle auszutauschen. Habe ich mal gemacht, aber trotzdem finden die den Weg nicht. Schreibt es doch mal in die Kommentare, wenn ihr das wisst, wie das geht. Unten rein. Das wäre... da wären euch die Bewohner hier sehr dankbar. Obwohl, ich glaube, denen ist es egal. Ganz ehrlich. Gut. Das nächste, was wir tun, ist hier erstmal aufwischen. Und um ehrlich zu sein, ist mir das hier ein bisschen still. Ich habe gerade mal in den Optionen geschaut. Wir können ja auch ein bisschen Musik anmachen. Ich finde eigentlich die Sims-Musik hier, die integrierte, ist ziemlich geil. Aber irgendwie spielt die nur, wenn wir anfangen, was zu bauen. Also mache ich jetzt mal so eine Musik hier. Mist. Geht das nicht? Ja, die ist ziemlich geil, aber... Änderung anwenden. Änderung. Ach, die ist nur im Menü. Das ist ja kacke. Ich dachte, jetzt mache ich mal hier voll die Party-Mucke rein. Das ist ja blöd. Das finde ich ein bisschen blöd, dass die hier keine Musik eingebaut haben. Weil ich habe es im Schnitt... Als ich die Folge bearbeitet habe, habe ich es gemerkt, am Anfang war es noch richtig geil, weil da richtig schöne Musik kam und so, aber hier ist ja gar nichts. Gut, vielleicht liegt es auch daran,
dass es nachts ist und hier alles still sein muss. Also seien wir lieber mal ein bisschen leise. Bernhard muss schlafen. Oh, jetzt geht's Licht an. Warum geht jetzt das Licht an? Ach, jetzt ist Mitternacht oder was? Nee, warum geht jetzt das Licht an? Ja, das Licht angemacht. Das waren bestimmt die Hacker. Siehst du, apropos Hacker, ich gehe heute. Wir gehen heute in Film. Und zwar in Who Am I? Den kennt ihr vielleicht. Das ist so ein Hackerfilm. Der soll wohl ganz gut sein. Und da ich ja sowieso so ein übelster Geek bin, so ein Nerd, schaue ich mir das mal an. Ich finde es ja immer ganz witzig, wie die in solchen Hackerfilmen immer alle so Begriffe hin und her schmeißen. Von wegen Bash und Shell und hier noch DDoS-Angriff und was weiß ich. Und dann siehst du auf dem Bildschirm halt nur schwarze Fenster, wie die da irgendwas runterrattern. Aber so ist es ja in Wirklichkeit gar nicht. Das finde ich immer witzig. Also ich sag nichts dagegen. Also können die ja machen, wie sie wollen. Das macht ja auch Spaß. Also die Filme sind ja an sich nicht schlecht. Aber ist halt witzig. Ich achte auf sowas immer. So, was müssen wir denn jetzt machen? Bernhard schläft immer noch. Ach, da unten steht auch die Zeit. 5.45 Uhr. Deswegen spule ich jetzt mal vor. Pass mal auf. Dass der endlich mal aufsteht. Und hier draußen wird es auch schon wieder hell. Hier joggen schon die Ersten. So. Ich mach mal ultraschnelles Tempo. Und sie macht erstmal ultraschnell Sport und geht ultraschnell auf die Toilette. Bernhard steht auf! Oh! Hey, Jolene! Hey, Rambo! Ich hab von einer Burg geträumt! Was? Ich träume immer von Lamas! Du träumst auch von Lamas! Und dann bin ich mit einer Rakete fortgeflogen! Mit einer Lama-Rakete! Was schießen die denn immer? Fotos? Hört doch mal auf, diese scheiß Fotos zu schießen. Das will doch eh keiner sehen, Mensch. So, sie will duschen. Jolene will duschen. Und was macht Bernhard? Ach, der will was essen. Pass mal auf. Jetzt drücke ich mal hier auf Bedürfnisse. Spaß. Boah, also wenn du dir das anhören musst, da hast du auch keinen Spaß mehr. Guck, wie er läuft. Perfektes Bild. So, pass mal auf. Oh, hier unten, hier schimmelt alles. Ich drücke jetzt mal hier auf Aufräumen. Vielleicht kann Bernhard das aufräumen, weil der muss ja jetzt irgendwie... Ach so, der setzt sich jetzt hier vorne hin. Und es wundert mich, dass die nur Joghurt in diesem scheiß Kühlschrank haben. Nur Joghurt. Man kann sich ja nicht... Ne. Ach so. Ja, jetzt... Pass mal auf, ich tue das mal hier drauf und dann auf Aufräumen. Hä? Ah, jetzt! Jawohl, ja, du fühlst dich jetzt natürlich unwohl, weil die Blase drückt und... Rambo nimmt sie erstmal sein Joghurt. Pass auf, wenn Bernhard das sieht. Ach ne, der nimmt sich einen neuen. Was nimmt er sich jetzt? Ach, der schnippelt sich jetzt was. Oh, der hat sich verletzt. Was ist das für eine Scheiße? Das Messer ist ja scharf. Das muss einem doch gesagt werden. Oh nein. Und jetzt. Oh, jetzt ist der Kühlschrank ausgelaufen. Yatsu! Jackenorb! Das kann doch wohl nicht wahr sein, was hier alles kaputt geht. Naja, ich schneide erstmal die Tomaten weiter. Und hol erstmal aus meinem Ohr schönes Salz. Oh. Das wird's den Salat erst richtig. Was macht denn der jetzt? Ist der den jetzt oder? Hä? Ich hab weiße Zähne, obwohl ich mir nicht mal die Zähne geputzt hab. Na, ist das was? Mach doch mal ein Foto davon. Und sie hat schon wieder gefurzt. Halt mal auf. Hier, Jolene. Hier, du bist doch schon so... Du willst doch immer hier Training machen. Training? Nein. Du musst hier aufwischen. Ganz machen. Reparieren. So. Pass mal auf. Mach das jetzt erstmal. Und lass Bernhard jetzt erstmal hier an die Arbeit gehen. Der muss nämlich auch gleich mal. Und was essen muss der auch.
So, Bedürfnisse. Pass mal auf. 2 Tage bis zur Arbeit. Ach so, stimmt, der arbeitet ja nicht immer. Nicht jeden Tag, der arbeitet ja nur Montag, Dienstag und Samstag oder so war's. Was macht der denn da? Ach so, er geht erstmal aufs Klo, oder was? Da, wo Bernhard gerade das Klo putzt. Bernhard, mach dich raus, ich muss ganz näher an dich. Bernhard. Quatsch. Rembo, schnell, 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 ich hab den Salat gegessen. Schnell, schnell, verzieh. Ja, jetzt geh doch aufs Klo, Mann. Was? Erstmal, und wie er läuft, ey. Oh mein Gott, was hier los ist. So, sie repariert das jetzt erstmal. Jetzt machst du aber schön. Boah, ich würde das erstmal aufwischen da unten. Ehe das hier alles auseinanderfällt, das ganze Ding. So. Schauen wir uns doch mal Rambo an, was der braucht. Dem ist unwohl, warum? Unerfreuliche Umgebung. Wegen schlechter Umgebung. Die meisten Sims mögen es nicht, wegen Schmutz und Unordnung. Ja gut, das können wir ja jetzt nicht... Das lässt sich ja jetzt nicht... Oder da sind wir ja schon dran. Und hier ist schon wieder alles ausgelaufen. Pass mal auf, das macht jetzt mal Jolene. Die ist sowieso schon dran. Die plündert jetzt mal Teile. Da kann sie wieder eine neue Grafikkarte finden. Was soll denn der ganze Dreck hier? Wer macht denn das immer? Da kann man ja nicht mal in Ruhe essen. Sag mal, Bernhard. Heißt du so Förmchen? Ich will euch Kuchen backen. Was willst denn du mit Förmchen? Das macht man mit den Händen. Ich kann es auch nicht mit den Händen machen. Rüssle Kumbar. Oder guck im Internet, wie das geht. So, na wenigstens einer, der hier mal ein bisschen handgreiflich wird. So, pass mal auf. Rambo, der soll jetzt nicht am Handy spielen, der soll das hier mal aufwischen. Der kann nämlich auch mal was machen. Kann er direkt mit seinen Hasenschuhen drauf drüber wischen und alles einsaugen. So. Und dann schauen wir doch mal. Ui, ui, ui. Wie er auch da steht, ey. Oh mein Gott. Der freut sich. Alles klar. So, jetzt, Rambo muss erstmal... Haben wir hier alles gedeckt? Hunger hat er. Und er will einen PC wahrscheinlich. Wir müssen jetzt aber erstmal schauen. Beziehungen, Inventar. Ich wollte mal schauen, wo man Aushilfe zum Tellerwäscher. Ach! Hab ich dem den Job Koch gegeben? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher. Aber ich meine eigentlich nicht. Meisterkoch? Spezielles Bestreben? Ah, 5 ausgezeichnete Mahlzeiten. Pass mal auf, wenn der eh Hunger hat, dann können wir doch... Nein, 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 mach... Ah, nein, kochen. Kochen sollst du. So, pass mal auf. Jetzt nehmen wir doch mal hier eine ausgezeichnete... Aber was heißt ausgezeichnete Mahlzeit? Schokokuchen, Rührei, Grillkäse. Nehmen wir mal hier die Macaroni. Macaroni, Macaroni. Was macht... Hey, ist die schon fertig oder was? Was? Ach, das war da drin? Nee. Kochen? Brunchen? Schnelle Mahlzeit essen? Öffnen? Was ist denn hier drin? Bestreben ändern? Was ist denn da drin? Teil für Sanitäranlagen. Ach so, nee. Merkmale kann ich hier ändern. Nee. Ich will jetzt nichts in Welt platzieren, sondern ich will... Ah, Macaroni und Käse zubereiten. So, pass mal auf. Ach, das war's schon. Hat Level 2 der Kochfähigkeit erreicht. Juhu! Geil! Unser Weg zum besten Koch der Welt ist damit, also unser Ziel
zum besten Koch der Welt ist damit ein Stückchen näher gerückt. Guckt sie wieder in den Fliesen an. Ich halte wieder geil aus. Genauso wie der Typ da draußen, der denkt sich das auch jeden Morgen, so wie der rumjoggt. Hallo? Wo war ich? So. Spino? Ja, Fruz. Warum wollen die denn immer alle trommeln? Ach so, warte mal, pass mal auf, wir haben ja jetzt 350 Simoleon. Ne, 300. 308 nur noch. Was wird das alles ausgegeben? Ich wollte ja eigentlich mal hier einen Fernseher hinplatzieren. Allerdings haben die ja alle gesagt, sie wollen einen Computertisch. Weiß der Teufel warum? Obwohl, kann sich Rambo immer seine Rezepte raussuchen. Ja gut, wir wollen mal schauen. Objekte nach Zimmer. Wo ist denn das drin? Wohnzimmer wahrscheinlich, oder? Nee. Wohnzimmer, Esszimmer. Wo ist denn sowas? Ach, Büro ist sowas drin. Computer. Ob wir das hier direkt ins Wohnzimmer stellen? Vielleicht hier so an die Seite? Dann könnte man... Ich wollte halt hier drüben, wollte ich den Fernseher hinmachen. So ein Flachbild, den man an die Wand hängt. Und, ja, es soll ja ganz schön dekadent zugehen. Bei den Van Goghs. Denn die haben ja im Lotto gewonnen. So. Aber hier wäre vielleicht auch die perfekte Ecke. Man sieht es jetzt vielleicht nicht, aber ich mach mal hier das aus. Guck, wenn wir den PC hier reinstellen, dann, sowas mag ich immer, so ein Fenster hier dran. Und dann stellen wir den PC hier rechts an die Ecke. Jetzt muss ich allerdings mal schauen, wie viel das kostet, weil wir brauchen ja da mehreres. Wir brauchen einen Schreibtisch, dann den Schreibtischstuhl und den Computer an sich. Der Computer kostet wahrscheinlich all... Was ist denn das? Slow-Motion-PC. Alter, allein der kostet schon 800. Willst du mich... Alter, leistungsstarker Kompakt-PC. Ghostwriter Desktop, Steinzeitprozessor. Informationsdaten, tragbarer Computer, Top Secret Computer. Ne, sowas brauchen wir alles nicht. Wir gehen mit Modems ins Internet. Kennt ihr das eigentlich noch? Ich weiß ja noch gar nicht, was ich überhaupt für Zuschauer habe. Also wie alt ihr alle seid. Das könnt ihr eigentlich auch mal in die Kommentare schreiben, wie alt ihr alle seid. Das würde mich ja interessieren. 100 Leute. Jetzt ja mittlerweile. So, Slow-Motion-PC, den können wir uns noch nicht leisten. Aber ich schau mal nach den Schreibtischen. Hier können wir uns schon einen aufpolierten Pult... Was ist denn das hier hinten? Kontrollzentrum. Nee, sowas wollen wir nicht. Wir wollen einfach einen sticknormalen, aufpolierten Pult haben. So, der passt doch. Guck mal, der passt doch perfekt dahin. Aber in weiß... Ich muss noch mal schauen. In weiß vielleicht nicht. In schwarz ist so... weiß nicht, vielleicht so Holz, so ein Holztisch einfach nur. Ja, guck mal, das hier ist hell und dann hast du hier so einen dunklen Tisch. Der war schon, glaube ich, der war schon ganz gut. Wo hatte ich den denn jetzt? Den hier. So einen vielleicht? Ja, so einen schönen Holztisch. Oder vielleicht an die Ecke hier. Moment. Nein, nochmal. So. So, entweder so an die Ecke. Uah. Entweder so an die Ecke hier oder so, aber ich glaube so ist fast besser. Das ist ein bisschen gemütlicher. Obwohl richtig gemütlich wäre es natürlich, wenn wir entweder hier eine Wand reinziehen oder hier und dann einfach das Ding verschließen mit einer Tür. Das wäre natürlich auch cool, aber das können wir ja dann später machen. Deswegen setze ich mal den Tisch einfach mal hier drüben. Der Rechner. Zum Computer, der kommt ja oben hin auf den Tisch, deswegen. Ansonsten würde ich den jetzt nämlich so hinstellen, dass wir den links hinstellen können, aber dann mache ich das einmal so. So, dann haben wir noch 8 Simoleons, ich hoffe, die können so lange noch überleben. Ich weiß gar nicht, wie es ist, wenn man kein Geld mehr hat. Ach so, dann können die sich ja auch nichts mehr zu essen machen. Scheiße. So.
Das war ja perfekt geplant. Warte mal, live. Guck, und das meine ich. Hier ist schon wieder übelst geile Musik. Und wir haben schon eigentlich wieder eine Folge. Eine Folge haben wir eigentlich schon wieder drauf. Aber ich nehme jetzt noch gleich im Anschluss eine auf. Aber bis hierhin verabschiede ich mich erstmal von dieser Folge. Und ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Gebt einen Like, abonniert und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder bei Die Sims 4. Bis dahin, ciao!